to say. Shit that scares me, I should just walk away. But I can't move my Guten Morgen hier aus Innsbruck. Heute mal ein weiterer Maha-Office-Tag. Ich habe in dem vorletzten Video, in dem offenen Wort-Video darüber berichtet, dass es momentan cool ist, was wir machen, es macht Spaß, dass wir aber auch Sorgen haben. Und wie wir mit diesen Sorgen umgehen, das verrate ich in dem heutigen Video. Unter anderem, natürlich nehme ich euch auch gerne wieder mit in den Tag und lasse euch teilhaben an dem Maha-Lifestyle. Dazu haben wir gestern mit Basti im Jofix über Lösungen gesprochen. Wir haben einfach unseren Blick von den Problemen auf Lösungen gerichtet. Das heißt, wir haben uns nicht mehr selbst bemitleidet, sondern haben darüber nachgedacht, okay, wir sind jetzt in der Ausgangslage, wie können wir unsere Situation verbessern? Und jetzt geht es erstmal in den Tag. Ich muss jetzt erstmal noch die ganzen Videos von gestern schneiden, denn gestern war der Coaching Tuesday. Und danach geht es dann, denke ich, auch schon ins Training. Mein Handgelenk ist wieder okay. Heute steht eine Beineinheit an. Und ich werde heute auch mal einen Booster testen. Das habe ich noch nie gemacht, also noch nie auf Video. Ich habe schon mal einen getestet, aber der war nicht so gut. Werde ich heute mal testen, um da auch ein kleines Review zu geben und vielleicht auch erklären, was das überhaupt ist. Gute Unterhaltung. So, das ist ja Marius hier auch am Start. Hab grad, da ist die GoPro gerade ausgegangen, als ich Quick Tip gesagt habe. Quick Tip. Ja, jetzt geht sie nicht aus, zum Glück. Ja, Quick Tip ist fertig. Ich habe gerade die Leute schon abgeholt. Wir haben ja über die offenen Worte gesprochen. Ja. Und gestern Abend haben wir ja schon fix eine Lösung gesucht. Haben die gefunden? Ja. Und jetzt gehen wir ja schon positiver in die Zukunft, würde ich sagen, oder? Ja, mit jedem Tag wieder positiver. Ja, es ist. Ja, man muss. Es ist ein Up and Down. Ja, und ich glaube, man muss aus den Downs einfach auch die Chancen daraus sehen und nicht nur das Negative. Und das ist das Gute. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam ans Training, oder? Wenn da alles ready ist? Ja, ich mache gerade noch alles ready und dann gehen wir ins Training. Okay. Beine, bis wir weinen. Beine. Okay. Und heute mache ich mal einen Booster-Test. Ich habe mir ja den Pink Pump besorgt. Okay. Von Rocker Nutrition. Den werde ich heute mal probieren. Was kann der? Was macht denn so ein Booster? Erzähl uns das mal, was so ein Booster kann. Das habe ich auch versprochen, dass ich es erkläre. Und zwar gibt es da verschiedene. Es gibt welche sogenannte Hardcore-Booster, die sehr stark mit Stimulantien arbeiten. Also Stimulantien, die halt dein zentrales Nervensystem anregen. Vor allem mit Koffein, mit Tein, mit Guarana und so weiter, dass du halt erstmal wacher wirst. Und dann gibt es noch viele Stoffe, die dich dazu bringen, dass du fokussierter bist, dass du halt einen Tunnelblick hast und dann einfach nur noch Gewichte bewegen willst. Okay. Das sind Hardcore-Booster. Und dann gibt es sogenannte Pump-Booster, die dafür sind, dass die Durchblutung gefördert wird. Dass der Muskel einfach mehr Blut aufnehmen kann und ja. Und dann gibt es natürlich noch andere Sachen. Man kann auch Kreatin und auch Beta-Alanin einbauen für mehr Kraft, aber auch für, also Kreatin ist für Kraftzuwachs und Beta-Alanin für Muskelausdauer. Das macht aber nur Sinn, wenn man es über einen längeren Zeitraum nimmt, weil der Effekt nach Studien erst eintritt, wenn wirklich jeden Tag das Zeug genommen wird. Deswegen machen die Booster eigentlich keinen Sinn, sondern sind eher Geldverschwendung. Da wollen die Hersteller dann ja womöglich ein bisschen Geld sparen, weil es dann so ein billiges Füllmittel ist. Okay, das hört sich ziemlich verrückt an. Außer beim Beta-Alanin geht es auch ein bisschen in den Fokus rein, weil du gerade so ein Kribbeln kriegst. Du kriegst so ein Kribbeln auf der Haut und dann bist du auch ein bisschen fokussierter. Deswegen kann das durchaus Sinn machen. Der Booster, den ich jetzt habe, ist auf jeden Fall Richtung Stimulantien und Pump. Okay, aber jetzt erstmal genug gebabbelt. Erstmal jetzt hier fertig machen und dann geht's ab im Gym. GoPro, Videoaufnahme stoppen. Starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, by the way, you do things to my. Schmeckt gar nicht schlecht. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Fitnessstudio. Ich konnte nicht mehr auf Marius warten. Aber sowas krasses habe ich noch nicht erlebt. Ich fühle mich total kribbelig. Ich bin total so im Tunnel und muss jetzt los ins Studio. Ich laufe schon fast ins Studio, weil ich irgendwie so viel Energie habe gerade. Das ist echt ein krasses Gefühl. Ich habe schon viel Red Bull und all so ein Kram getrunken, aber das übertrifft wirklich alles. Und lieber Scholli. Puh.
Also auf ins Training. So, ich bin jetzt beim ersten Arbeitssatz angekommen. Das ist krass, ich schwitze viel stärker. Ich war schon lange nicht mehr so fokussiert aufs Training, also krass. Ich fühle mich so, als könnte gleich die Decke gehen. Also, keine Ahnung, ob es jetzt so krass ist, weil ich es zum ersten Mal mache, aber das ist schon brutal. Jetzt direkt in den ersten Arbeitssatz und dann schauen wir mal, was so geht heute. Puh. Der Marius auch am Start, der Marill-Marius. Ja. Ja. Muss entschuldigen, dass ich gerade so am Rad drehe. Das bin ich echt nicht gewohnt. Ich kann ja echt viel Kaffee trinken und so. Aber jetzt mit dem Booster, das ist, bringt mich um. Also ich habe mich noch nie so leistungsfähig gefühlt. Hast du nicht verrückt? Also, auf Droge. Ja, so krass ist glaube ich noch nicht, aber schon wahnsinnig. Vor allen Dingen, total krank, ey. Okay, jetzt nochmal ein Satz. Kniebeuge. Are you ready? Lightweight. Übrigens, falls ihr euch wundert, ich habe das Gewicht ein bisschen reduziert. Ich habe noch vor ein paar Monaten 59 gemacht, habe aber jetzt gemerkt, dass ich bei dem ganzen Skifahren, dass mein Chorbereich so beansprucht wird, dass ich da die 150 nicht mehr sauber beugen kann. Deswegen habe ich jetzt einen Kompromiss gefunden, dass ich halt ein bisschen die Gewichte erstmal wieder runtergehe und erstmal wieder mit einer sauberen Technik arbeite, bevor ich mir wehtue und dann halt auch kein Ski mehr fahren kann. Das heißt, erstmal wieder 140 und jetzt kann ich mich langsam wieder hochsteigern. Voll gut. Ab. So, der Booster hat noch nicht gecrashed. Ich bin auch gespannt, ob jetzt gleich die Flaute kommt. Aber Julian, bisher. Leute, völlig am Durchdrehen. Ja, völlig. So habe ich den Julian echt noch nicht erlebt. Das ist echt völlig verrückt. Ja. Wirklich völlig verrückt. Aber war ein geiles Training. Also ab und zu kann man das schon machen. Aber ja, ich will jetzt auch nicht davon abhängig werden wollen. Ja, eben. Ja, so ein Kaffee davor ist ja schon gut. Ja, ist halt vielleicht mal zwei. Ja, ist auch schon zu krass. Jetzt planen wir gerade, weil wir werden am Freitagmorgen. Nicht so viel erzählen. Lass uns mal die Reisepläne. Obwohl die ISPO wissen sie ja schon, ne? ISPO, ja, aber wir werden noch vorher ein bisschen reisen. Okay. Sagen wir es mal so. Genau. Und da werden wir. Brauchen wir jetzt Proviant. Ja. Und wir müssen jetzt erstmal einkaufen gehen und erstmal gucken, was wir noch alles so brauchen, weil genau. Wir essen am Abend zusammen immer ein Laib Brot. Und zwei Glas Nutella? Nee, so viel Nutella essen wir nicht. Und wir müssen jetzt heute, da rotiere ich jetzt mal hin, heute kommt mal die originale HS-Bowl. So wie ich sie ursprünglich immer gemacht habe. Auf geht's dahin. Na, anscheinend kein Strom mehr da. Dann wird das nichts mit der HS-Bowl. Schauen wir mal, ob die Sicherung drin ist. Scheint so, als hätten wir hier einen Stromausfall in Innsbruck. Marius, was ist hier los? Stromausfall. Wir müssen uns über Facebook informieren. Die ganze Stadt hat keinen Strom mehr. Bloß großflächiger Stromausfall in Innsbruck. Ja, wir haben jetzt das Glück, wir haben einen mobilen Router und deswegen können wir auch noch surfen. Ja. Auch auf dem Mac. Aber ja, zeig mal das Video da aus dem Einkaufszentrum. Und hier ist noch jemand. Im Einkaufszentrum. Alles komplett schwarz. Voll gruselig. Auf jeden Fall. Das habe ich echt noch nie miterlebt. Aber ja, warte noch mal ab, dass wir wieder Strom kriegen. Ja. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Akku zum Glück. Genau. Und da ab. Passt es schon. Ja.
Frage ist, was machen wir hier? Die sogenannte HS-Bowl. Ja. Das, was wir heute Mittag schon machen wollten, aber dann war ja Stromausfall. Genau, wir haben endlich wieder Strom. Was ist da passiert? In einem Umschaltwerk ist eine Leitung gerissen. Und dann haben sie eine Viertelstunde repariert und dann war das schon wieder da. Tipptopp. Also die ursprüngliche HS-Bowl, die ich ein Jahr lang jeden Tag fast zum Mittag gegessen habe, in verschiedenen Varianten, ist immer rote Linsen, Reis, Tomatensauce und Gemüse. Okay, Marius, das musst du probieren. Ich weiß ja, wie es schmeckt. Schauen, dass wir hier einmal durchmixen. Probieren Sie mal. Hier ging echt gar nichts. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen vermenge. So sieht es dann aus und es hört sich auch lecker an, wenn man das hier so durch die Gegend möchte. Ja, ist wie ein Speismischer, oder? Ja, ist ein richtig ist yummy. Ich habe jetzt hier ein Brokkoli-Stück, Reis und ein bisschen Tomatensauce, ein paar Linsen auch drin. Mm. Ja, sehr gut. Mit der Tomatensauce wirklich lecker, aber es ist halt schon ein funktionales Essen, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Enden wir jetzt hier. Cooler Tag. Ich muss heute Abend noch lernen, weil übernächste Woche habe ich Prüfung. Das heißt, heute Abend ist mal Lernabend. Kein Maha-Office-Abend, sondern Maha-Lernabend. Muss auch mal sein. Sehr gut. Okay. Dann bis morgen in alter Frische beim Alles ist möglich. Donnerstag. Voll geil, voll Bock drauf. Tschö. Okay, Leute. Kleiner Zwischenstand. Ist hart. Ganz locker. Beide weg. Wie viele Minuten war ich nach dir? Drei? Ein bisschen mehr, glaube ich. Drei oder vier, glaube ich. Nicht so viele. Aber Marius hat gesagt, dass dann alles ist möglich, Donnerstag wir Wettessen machen. Nee, habe ich nicht gesagt. Doch. Nee. Doch. Guck mal, jetzt haben wir das gerade gegessen, jetzt fängt der Julian schon wieder an, Smoothie zu machen und mir Schokolade anzudrehen. Aber sag natürlich nicht nein. Ja, die Masse kommt von der Masse. Masseerhaltung. Ja, Masseerhaltungssatz.